kommen wir also zu einem weiteren Höhepunkt unseres Philosophiefestivals der Liebe. Das heißt ja nicht zufällig Philosophiefestival der Liebe. Das ist ja, wie ihr gelebt habt, beim Nachmittag auch ein Festival der Liebe. Die Liebe in allen Dimensionen zu erleben und zu genießen. Und trotzdem hat die Philosophie ja noch so einen besonderen Touch. Lametri sagte mal, der größte aller Reize ist der Reiz der Philosophie. Was meint er wohl damit? Das werden wir jetzt noch ein bisschen näher erkunden. Ne, so im gewissen Sinne ist ja das ganze Denken, Reflektieren aus der Philosophie hervorgegangen, was ihr ein bisschen kennt, vielleicht die Geschichte der Menschheit kennt. Ne? Die Griechen waren die ersten vor 200.000 Jahren, die Anfänge, über die Dinge nachzudenken. Die Kulturen vorher waren alle irgendwo eingewoben, die Götterwelt und Praxiswelten und so entstand eben bei diesem kleinen Handelsvolk, das damals quer durchs Mittelmeer in den Persern und Ägyptern, wo immer in Kontakt kam, die Frage, warum behaupten wir alle, es gibt nur diese Götter und nur diese und nur diese. Das hat sie dann so gewundert, dass sie sagten, wir sollten doch mal drüber reden, was nur die richtigen, was so der Grund der Dinge sei. Und so begann man halt eben auf einer neuen Ebene wirklich zu reflektieren. Ne? Nicht einfach nur sich in mythische, magische, ideologische Strukturen, ich habe mir vorgestern schon, ne? Ob yogisch, buddhistisch, man kann sich da wunderbar einleben, aber vielleicht eben hat der Mensch auch die Herausforderung vom Universum nochmal einen Kick höher, sich dessen bewusst zu werden, was er tut. Und das war ja auch die Ausgangsthese von Théhane Chardin. Ne, wenn irgendwann die Energie Liebe in Menschen zum Bewusstsein kommt, wird das so wichtig sein wie die Entdeckung des Feuers. Er würde noch ein neues Feuer sozusagen nutzen können für seine Zukunft. Und da war auch der Anfang damals, das war ein bisschen das Vorbild für den heutigen Abend, eben dieser berühmteste vielleicht Dialog von Platon, das Symposium oder Gastmahl über die Liebe, wo also Sokrates mit seinen Freunden darüber philosophierte, was ist das nun eigentlich, dieser Eros, der uns treibt, der uns mit dem Göttlichen verbindet, uns kreativ, schöpferisch, schön macht. So sind wir also froh, halt zwei echte Philosophen hier zu haben. Wir haben zumindest beide mal studiert und auf verschiedene Weise auch betrieben. Der eine als Professor, der andere als Herausgeber. Und mehr, das könnt ihr selber noch zu euch erzählen. Und insofern eine Mini-Variante des sokratisch-platonschen Symposiums über die Liebe.